So Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider 1. In der letzten Folge haben wir einen Hebel aktiviert, dort drüben, auf der anderen Seite, wodurch sich jetzt diese Tür hier geöffnet haben müsste. Genau die. So. Das sieht schon mal sehr stark nach einer Falle aus. Ist auch eine Falle. Gut, ich dachte jetzt kurz, mich hätte es erwischt, aber scheinbar dann doch nicht. Oh, das war schlecht. Ja, richtig, hier oben befand sich noch ein Hebel, der uns die nächste Tür öffnet. Jo, und dieses Spielchen machen wir jetzt quasi von Ecke zu Ecke. Bis wir den Schlüssel für den nächsten Bereich finden. Und da ist die Nervensäge schon wieder. Und kommt diesmal nicht alleine. Wo bist du? Da bist du. Setz gerade wieder mystische Musik ein. Er verschwindet mal langsam. Gut, er ist verschwunden. Es setzt gerade eine sehr schöne Musik ein, finde ich. Ja, so ein typischer Tomb Raider Musik. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Ach, richtig, der Raum. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Sorry, ich hab den Knopf jetzt versehentlich gedrückt gelassen. Ich stelle mich gerade wieder ein bisschen doof an mit den Sprüngen. So, jetzt aber nicht mehr. Jetzt werde ich ein bisschen besser aufpassen. Weil hier ein falscher Sprung. Eventuell keine guten Folgen haben könnte. So, ja, wir sehen, wir müssten dort rüber. Den Hebel hätten wir umgelegt. Jetzt quasi den ganzen Weg wieder zurückspringen. Nur aufpassen, dass wir uns nicht überspringen. Ne, sonst war's das hier. Und der nächste Safe Point ist ein ganzes Stückchen entfernt. Das heißt hier etwas konzentriert vorgehen.
Man sieht, da oben sind Buchstaben an der Decke. Irgendwie ein M oder so. Es ist im Allgemeinen ein sehr schön gestaltetes Level, das muss ich hier mal sagen. Und auch sehr großflächig. Jetzt ist die Tür offen. Ich guck noch mal, was sich hier unten befindet. Weil das sieht so nach einem Versteck aus oder so. Das ist ein Versteck. Gucken wir mal, was wir hier finden. Hier scheinbar nur ein Weg, wo wir jetzt durch können. Und wir wissen quasi auch schon, wo wir als nächstes hin müssen. Ah, richtig. Genau, den Schlüssel müssen wir noch mitnehmen. Ohne den kommen wir nicht weiter. So, hier sieht es nicht aus, als wäre noch ein Geheimgang versteckt. Gut, das wäre das. Jetzt können wir hier wieder zurück. Den Weg zur Tür wissen wir noch. Der war hier unten. Ich glaube, jetzt sind ja auch wieder Gegner hier unten. Habt ihr eben die Grafikfehler bemerkt? Die waren gerade ganz deutlich im Bild zu sehen. So, diesmal lauert hier nichts, wie beim letzten Mal. Wir können ja auch wieder problemlos rein. Und hier ist ein Save Point, den werde ich jetzt mal aktivieren. Weil sicher ist sicher, ne? Gut. Das sieht schon mal sehr gut aus. Also wenn wir jetzt sterben würden, wäre es nicht ganz so schlimm. Wären wir davor gestorben, hätten wir einen wesentlich längeren Weg gehabt. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Darüber. So, und jetzt haben wir hier auch den Schlüssel. Der müsste uns theoretisch zum Level-Exit führen, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir wollen erst gucken, was sich hier hinten noch befindet. Hinter dieser Tür. Weil das schien hier mal der Eingang gewesen zu sein. Ah, gut, hier ist noch ein Medipack, das können wir gleich mitnehmen. So, Lara speichert nochmal aus Sicherheit.
Weil man kann ja nie wissen. No, no. Das hat sich ganz nach Affen angehört. So, jetzt bloß schnell raus aus dem Wasser. Die treffe ich jetzt irgendwie leider nicht von hier aus. Beziehungsweise doch, aber nur für einen kurzen Moment. Na, komm noch mal vorbei. Nicht? Na gut. So, ja, wir flüchten ganz fix vor diesem Kroko. Und folgen diesem langen Kanal. Oh, Entschuldigung, hab ich jetzt hier geklickt. Ah, ich glaube, wir sind jetzt in Midas Palast gelandet. Wo wir auch gleich von Krokos angegriffen werden müssten, wenn ich mich hier recht erinnere. War das in dieser Stage gleich zu Anfang so? Beziehungsweise auch noch nicht. Ah, ich glaube, die waren hier um die Ecke gewesen. Ja. Genau da. Also unsere Energie ist wieder voll. Guck erstmal nach, was hier oben war. Ah ja, das war der Raum, wo ziemlich viele Affen herumliegen. Und dort oben... Ich komme gleich zu diesem Raum, wenn ich mir diese Affen entledigt habe. Ihr seht, die Türen hier haben verschiedene Symbole. Und zwar der Pfeil runter bedeutet Hebel unten und vier nach oben. Diese Hebel